Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir basteln heute so eine gorgeous Schüttelkarte und oben kann man auch einen Tag rausziehen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gebastelt habe, dann bleibt einfach dran. Zuerst habe ich mir Papier genommen und habe mein gorgeous Mädchen aufgestempelt. Den Stempel habe ich übrigens von faltkarten.com bekommen und ich finde den Stempel super toll. Ich mag die Details total gerne. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch das in der Infobox. Und ja, dann habe ich das angemalt, das Mädchen, und zwar mit Copics. Ich habe ewig meine Copics nicht mehr ausgepackt. Ich glaube, ich habe die bestimmt schon seit über einem Jahr nicht mehr benutzt. Und da habe ich gedacht, es wird mal wieder Zeit. Und ja, dann habe ich das Mädchen einfach angemalt in den Farben, wie ich Lust hatte. Ich habe mir überlegt, dass ich eine blaue Karte machen möchte. Deswegen habe ich alles in lila Tönen gehalten und so ein bisschen grau noch dazu. Und ja, ich war eigentlich nie so ein Fan von Gorgeous, aber irgendwie sind die Stempel so süß. Ich finde die echt cool. Und dann habe ich den Hintergrund hier noch so ein ganz kleines bisschen hellblau angemalt, weil ich dachte, dass weiß so ein bisschen langweilig wäre. Und dann habe ich so eine vorgefertigte Karte genommen. Die könnt ihr natürlich auch selber basteln, aber ich war in dem Fall einfach ein bisschen faul. Und dann habe ich den Ausschnitt markiert, den ich haben möchte, und habe mir das angezeichnet mit einem Geodreieck und das wird dann einfach nur noch ausgeschnitten. So, dann habe ich das ausgeschnitten und habe geschaut, ob mir das gefällt, so vom Ausschnitt her, ob das zu klein oder zu groß ist. Es hat gut gepasst und dann habe ich so eine Prospekthülle genommen und habe mir das auch wieder markiert und angezeichnet und dann habe ich das ausgeschnitten. Also ihr könnt alles Mögliche nehmen, was irgendwie durchsichtig und aus Plastik ist. Also von irgendeiner Verpackung vielleicht irgendwas oder ja, so wie ich aus einer Prospekthülle einfach, weil die hat man ja meistens zu Hause. Und ja, genau, dann habe ich mir das wieder hingelegt und geschaut, ob das überhaupt passt von der Größe. Und dann habe ich das mit doppelseitigem Klebeband einfach aufgeklebt. Dann habe ich nochmal auf diese Folie doppelseitiges Klebeband aufgetragen, weil da ja gleich das Mädchen drauf kommt. Und da habe ich drauf geachtet, dass ich möglichst keine Lücken hinterlasse, weil da ja später die kleinen Glitzersternchen drin sind. Und zur Sicherheit habe ich dann auch nochmal beim Gorgeous Mädchen die Ränder auch beklebt. Als es dann fertig war, habe ich es nochmal angehalten und habe dann die kleinen Glitzersternchen drauf gestreut. Die habe ich übrigens auch von faltkarten.com, fällt mir gerade ein. Und hier noch ein bisschen anderen Glitzer und da könnt ihr natürlich variieren, einfach von der Menge und von der Farbe, wie ihr mögt. Und dann habe ich das aufgeklebt. Dann habe ich geschaut, ob sich das auch gut schütteln lässt und das ging. Und dann habe ich diese eine Seite hier noch zugeklebt. Dann habe ich bei der Tag-Tasche habe ich nur die unteren Ränder mit doppelseitigem Klebeband versehen, habe mir dann abgemessen, wie groß der Tag sein muss und habe das dann auch einfach auf einem gleichfarbigen Karton aufgezeichnet und ausgeschnitten. Ihr könnt dann natürlich auch eine andere Farbe wählen, wenn ihr möchtet. Und dann habe ich das ausgeschnitten, nochmal angehalten, zugeklebt, reingesteckt und fertig. Und dann kommen wir ans Dekorieren. Dafür habe ich nochmal einen Stempel benutzt. Und zwar diesen hier, So Glad You're in My Life. Und ich finde den Spruch einfach wahnsinnig süß. Also ich bin so froh, dass du in meinem Leben bist. Und das bekommt eine liebe Freundin von mir. Und ja, das hat einfach gepasst, weil wir uns schon ganz, ganz lange kennen. Dann habe ich hier diese Klebepads genommen und die aufgeklebt. Ganz einfach. Dann habe ich noch einen Rand drumherum gemalt, einfach damit es sich noch ein bisschen besser hervorhebt. Könnt ihr natürlich auch weglassen oder ihr könnt es ganz professionell distressen zum Beispiel. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Farbe aufgetragen. Dann habe ich die Sachen einfach nur noch aufgeklebt bzw. die Folie abgemacht und aufgeklebt. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich gerne Blümchen haben möchte, auch in der Farbe von dem Kleid, also so lila. Und die habe ich dann einfach mit normalem Kleber aufgeklebt. Und verteilt, so wie ich das eben gewollt habe. Ich kann kein Deutsch. Und ja, da könnt ihr natürlich komplett kreativ sein und ganz frei nach Schnauze einfach dekorieren, wie ihr Lust habt. Und dann habe ich passend zu den silbernen Sternchen auch noch so silberne ja, Glitzersteinchen aufgeklebt. Einmal rechts und links. Dann habe ich den Rand noch ja, umrandet mit einem Copic-Stift, einfach ganz simpel, weil ich mir gedacht habe, dass das ein bisschen dann ja noch besser heraussticht. Also ich mag den Effekt ganz gerne. Und dann habe ich mir gedacht, möchte ich gerne noch ein Loch oben im Tag haben, damit man den besser rausziehen kann. Habe ich einfach ganz normal mit einem Locher gemacht. Den habe ich normalerweise in meinem Schulordner drin.
Und dann habe ich mir ein Band genommen, ein lilanes, passend natürlich zur Karte, habe das festgeknotet, oben abgeschnitten. Und ja, das war's im Prinzip schon. Das ist mein Endergebnis und ich mag die Karte echt total gerne. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal gebastelt habt und ob ihr das vielleicht anders gemacht habt mit dieser Folie. Und schaut gerne unbedingt bei faltkarten.com vorbei, die haben ganz tolle Sachen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!